Grüß euch zu einer neuen Folge Bayerisch Tanzen zum Mitmachen mit dem Magnus Keindl und der Katharina Meyer. Das ist ein Projekt vom Kulturreferat Abteilung Volkskultur und wir haben uns einfach vorgenommen, die Tänze so weit wie möglich zu verbreiten und mit euch zu tanzen. Und dieses Mal in dieser Reihe haben wir uns nicht die leichtesten, sondern einfach die ganz besonderen vorgenommen. Und dieser Tanz ist auch ein ganz besonderer, den habe ich auch von meinem Papa gelernt, wie so viele der Tänze. Und es ist ein sehr dynamischer Tanz, nicht ganz einfach, aber unglaublich reizvoll, besteht aus mehreren Teilen, die wir euch jetzt einzeln und dann in der Kombination zeigen werden. Da braucht es jetzt ein bisschen mehr Platz im Wohnzimmer. Also jetzt wirklich alle Sessel und Tische auf die Seite rücken und dann erst einmal schauen, vielleicht nochmal anschauen und dann mittanzen. Nicht, dass ihr alle Blumenvasen abrammt. Das ist ja der Vorteil vom Video, gell? Kennst du immer vorspulen oder zurückspulen? Also wenn irgendwo was unklar ist, unsere Füße sind immer mit drauf und dann könnt ihr euch da ganz gut zurechtfinden. Ja, und mit dabei haben wir einige Paare, damit ihr auch noch mehr schauen könnt und unterschiedliche Stile und unterschiedliche Menschen anschauen könnt und die Geigerei Schreiner, weil ohne Live-Musik machen wir es gar nicht. Und dieser Tanz, Horst Dreher aus Riddelsbach, ist eine Figurendreherform und das werdet ihr auch jetzt gleich sehen, wie das geht. Genau. Am Anfang geht's los mit einem Galopp vorwärts. Also wirklich im Kreis rum galoppieren ohne Bremse. Und dazu kommen Singer. Lustig ist, kreiz fidei, horm geh mal nicht so schnell, horm geh mal schon, aber jetzt nicht noch. Und das bringt man vielleicht die ersten zwei Durchgänge raus und dann vermutlich nimmer. Also am Anfang mitsingen bittet sich auf jeden Fall an. Definitiv. Genau, und wir können das einmal machen. Nur den Galopp-Teil machen wir mal, oder? Ja. Lustig ist, kreiz fidei, horm geh mal nicht so schnell, horm geh mal schon, aber jetzt hat nicht noch. Und von hier dreht die Dirndl jetzt durch. Und zwar wird die linke Hand des Herrn gehoben und in der Aufzeichnung steht eigentlich, dass er jetzt Hand wechselt. Also da mit rechts, weil natürlich seine Rechte stark ist und die Dame da zu drehen gar nicht so einfach. Aber wir haben uns entschieden, dass wir bei der Tanzfassung bleiben, weil da seid ihr schon so schön angeschnallt und jetzt ist die Hand ja schon gefasst. Und es geht so schnell, das Drehen, dass es gut ist, die zu heben, die eh gefasst ist. Und dann dreht die Dame in Vorwärtsbewegung rechts rum. Das ist euch überlassen, wie schnell ihr da dreht. Dann wird gebremst und der Herr kommt ein bisschen helfen, genau, mit der Hand. Ihr müsst halt bloß schauen, wo sie da die Dame erwischt. Irgendwo. Das muss man vielleicht mal ein bisschen üben. Und dann dreht die Dame links rum. Auch wieder in Vorwärtsbewegung. Dann schnappen wir uns Doppelhandfassung, schaut's mal so, und versetzen uns Rechtsschulter, also die rechten Schultern zueinander und umkreisen uns. Die rechten Arme sind durchgestreckt. Genau. Und das ist auch ein weiterer Teil, der auf links wechselt. Genau. Und dann kommt das Finale. Da wird nochmal am Platz gedreht mit dem Fuß zur gefassten Hand beginnend. Und wenn man da ganz geübt ist, dann muss man kein einziges Mal den Fuß wechseln oder irgendwo aufhören. Genau. Also ich sage nochmal kurz, was nacheinander kommt. Also, erster Teil Galopp. Alle miteinander im Kreis. Zweiter Teil Dirndldraht rechts rum, vier Takte. Daher geht hinterher. Wir, genau, ein bisschen kürzer und dann links rum. Nächster Teil Doppelhandfassung, rechtsschultrig, dann linksschultrig und zum Schluss Dreher, zwei Schrittdreher um die gemeinsame Achse. Seid ihr soweit? Ja? Machen wir es alle miteinander. Machen wir es alle miteinander. Gut. Sehr gut. Herr Kapellmeister! Los geht's! Oh, lustig ist, kreiz fidei, horm geh mal nicht so schnell, horm geh mal schon, aber jetzt hat nicht noch. Dirndl dreht rechts, links, Doppelhand rechts schultrig, links, zwei Schritt dreher. Lustig ist, kreiz fidei, komm, geh mal nicht so schnell, komm, geh mal schon, aber jetzt hat nicht. Dirndl rechts, links, Doppelhand. Zwei Schritt dreher. Kreiz fidei,
Morgen geh mal hin zur Stadt, morgen geh mal schon, aber jetzt dann nicht denn rechts. Aber wie ein Wirbelsturm drehst du doch mal an. Wahnsinn. Wahrscheinlich müsst ihr auch so schnaufen wie mir. Es geht. Schön was. Und jetzt könnt ihr euch aufs Kanapé hauen. Pfiat euch, servus und bis zum nächsten Mal. Ja, servus, pfiat euch.